Herzlich willkommen zu World of Tanks. Mein Name ist Kevin und wir spielen heute mal im Zug mit einem YouTube-Zuseher, der mich darum gebeten hat. Und natürlich mache ich das dann auch. Auf geht's! Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihm gespielt, von daher. Ja. Gucken wir erstmal, wo wir hinfahren. Ist mit dem T69 immer so eine Sache. Ich werde erst einmal so, da haben wir schon den T29 einmal erwischt. Ich bin jetzt kurz davor, den Nachfolger vom T69. Der ist weg vom Fenster. Hier wird schon fleißig auf uns geschossen. IS-3 AT-7 steht da hinten. Also Leute, heute ist es Matchmaking ein bisschen komisch. Ich habe seit 17 Uhr kein einziges Match mehr gewonnen. Irgendwie ist das wohl die Zeit, wo dann die richtig hartgesottenen oder die Noob-Teams dann aufkreuzen. Davor echt jedes Match gewonnen und ab 17 Uhr jetzt gar nichts mehr. So, der ELC geht spotten. Sehr schön. Ich hoffe, er spottet hier oben auch unsere TDs. Oh, und da geht er schon drauf. Mal sehen, ob ich unentdeckt rüberkomme. Ja, tue ich. An allem Anschein nach. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, und da habe ich schon eine gekriegt. Wir müssen echt ein bisschen vorsichtig sein hier. Ich muss nämlich nachladen. Und da bin ich etwas wehrlos. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Einmal frei. Und irgendwas ist in unserer Basis, der 5916. Ja, da ist mein Teammitspieler schon weg vom Fenster. Ach, was ist denn das für ein Klon? Oh, die Neschborn. Tja. Jetzt wirst du gekillt, mein Freund. Werden das jetzt resettet? Und er kommt auf mich zu. Wirkungstreffer.
Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein... Oh. So, na, warte. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Tiger 2. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Schön. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ich treffe heute nichts. Unser Munitionslager wurde getroffen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Oh, Leute. Ja, das passiert, wenn man jemanden helfen will, ne? Ach, scheiße, ey. Tja. Scheiße. 2300 Schaden rausgehauen. Du bist zu langsam, mein Freund. So. Natürlich schauen wir zu. Ist doch hochinteressant. Ja. Bist du... Was ist jetzt? Warum stockt das jetzt? Der T-32 hier oben. Der fährt vor. Er braucht ja eigentlich jetzt nur den Heavy ausschalten, ne? Irgendwie, aber vorher wäre es wohl besser, dass er sich die Arti noch vorknöpft. Der 5916 kommt von hinten, das hat er erkannt, aber er hat es ja auch mit dem T-34 da hinten zu tun. Die ersten Matches habe ich mit dem T32 im Übrigen auch gemacht. Alles noch ein bisschen Stock, also der Motor. Was macht... Ach, der T34 sitzt da unten fest. Die Neshborn schießt auf ihn. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh, und jetzt kommt der Tiger 2. Unschön, unschön. Ich brauche im Übrigen mal eure Hilfe bei dem Tiger 2, denn es sieht so aus, als wenn ich mit dem Fahrzeug nicht so wirklich umgehen kann. Ich brauche da mal etwas Hilfe. Denn der frisst irgendwie jede Kugel. Kette beschädigt. Munitionstreffer. Zum Glück ging's nicht hoch. Naja, er hat... Ach, und der T-34 hier, das scheint ja wirklich ein Prachtkerl zu sein, wie er im Buche steht. Ach, und die IS-3 auch noch. Los geht's. Was haben wir denn hier nur für Mitspieler, sag mal? Schieß doch! Was macht denn der? Sag mal, ist denn der nur blöde? Was ist denn das für ein Team, ey? Jawohl. So soll's sein.
So, jetzt müsste der T29... Na? Sag mal, was ist denn das hier? Springt das bei euch auch immer so rum? Ja, ja, also. Da kommt er schon. Oh, und Nullshot. Bis der IS-3 kommt, muss er durchhalten. Jawohl. Na, greif an, T29. So geht's. Den werden sie wohl jetzt noch. Genau so geht es. Und da haben wir die Runde gewonnen. Freut mich. So, was haben wir denn hier? 300. Gucken, wo wir sind. Auf dem zweiten Platz. Die IS-3 hat mit 4000 Schaden den ersten erklommen. Ich den zweiten. Mein Teamkamerad hat mit seiner Arti 1150 Schaden erreicht. Ein Bonus, und ohne Bonus hätten wir 15.000 knapp rausgehabt. 64.000 mit Premium und ohne Premium immerhin noch 52.000. Sehr schönes Match. Was haben wir potenziell erhalten? 2930. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich bin nämlich noch... nicht mehr weit. 100.000 an Credits fehlen und 15.000 an Erfahrung. Gut, wir sehen uns im nächsten Gefecht. Bis dann. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Kevin und wir gehen mit dem E25 jetzt an den Start. Nur kleiner Hinweis nochmal von mir. Genau dieses Spiel ist ein Replay. Ich nehme aber nichts vorweg, weil als ich das gespielt habe, das war einfach so geil, das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil sowas Krasses habe ich mit dem E25 auch noch nicht erlebt. Aber gut, ich versuche das Match so gut wie es mir möglich ist, nochmal so nachzukommentieren, wie ich sowas ich gesagt hatte, als ich hier losgefahren bin. So. Also normalerweise stelle ich mich ja auf genau da, wo es jetzt blinkt. Aber nee, ich fahre jetzt mal hier hoch. Ich habe ja eine sehr gute Tarnung und habe eigentlich so ziemlich guten Überblick auf alles. So, meistens kommt hier oben immer jemand um die Ecke gelunzt. Da kannst du den gleich mitnehmen. Ah, da ist schon eine Hellcat. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, da versucht sie zu flüchten. Ah, die kriege ich so nicht. Ach, da war sie weg. Oh, schweres Geschütz kommt runtergefahren. Eine IS und zwei IS. Durch. Querschläger! Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich komm nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Es will nicht. Er will nicht sterben. Mal die Haus kaputt schießen. Das Haus. Selbst in die Seite nicht. Naja, gut. Da oben kommt noch ein KV-1S. Den nehmen wir gleich mit, wenn er schon da ist.
Also, ich bin immer noch nicht gespottet, ne? Ich habe hier einen sechsten Sinn drin. Ah, unnötige Schussverschwendung. Dann noch ein KV-1S. Jawoll. Ich bin schon bei 1100 Schaden. Ja, guckt euch mal an, wie klein der KV-1S, KV-1S, wie klein der E25 ist. Ja, mit der kleinen Kanone da hier, das siehst du hinterm Busch nicht. Da ist eine IS, da komme ich jetzt nicht dran, die steht hinterm Berg. Na, Schlucker. Ah, jetzt kommt sie vor, jetzt kommt sie vor. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Und ein T1, ach, da konnte ich den AMX nicht mehr helfen. Ach, naja, gut, der Hügel verdeckt mir jetzt die Sicht. Das ist blöd. Was macht eigentlich die IS da hinten? Die habe ich noch gar nicht feuern hören. Da musste da... Ja, oh. Krüppelt den... Oh, jetzt hat er mich gespottet, die Sau. Der kleine Krebel ist nämlich saumäßig... Also ich werde jetzt hier kein Katz-und-Maus-Spiel machen, ne? Also das nicht. Ich fahre lieber zurück. Mein Gott, steht schon 3 zu 7. Die IS, die macht irgendwie nichts da hinten. Gut, ich stelle mich einfach ein bisschen weiter hier hinten in meine kleine Camper-Position. Die IS fährt nämlich jetzt vor und da kann ich sie schön von hinten bearbeiten. Och. Zack. Und weg damit. Braucht man nicht. Da ist gleich noch eine. Das gibt's nicht. Ich schieß auf die Seite. Gekettet. Und jetzt geht's los. Rapid Fire. Oh, hier habe ich was abgekriegt. Und Nummer 2. Irgendjemand hat mir hier 50 Punkte abgezogen. Da ist noch eine IS. Die hätte ich natürlich auch von da oben bearbeiten können. Konzentriert sich aber auf den Black Prince. Ich lasse gerne das Autolock drinne, weil ich mich dann auf Schießen und auf die Position konzentrieren kann. Machen recht wenig, habe ich festgestellt, aber ich komme eigentlich ganz gut klar. So, Leute, ich bin jetzt schon bei 3000 Schaden. Das habe ich mit so manch anderen Panzer nicht, ja. Und ich habe noch 10 restliche Goldmümpel. Dann war's das. So, da kommt die Hellcat. Und hier machen meine Teamkameraden schöne Fehler. Hier ist noch eine IS, die lunzt über den Berg. Ah, da geht der Mümpel weg. So, hier habe ich eine I die Hellcat. Die klotzt dir gleich garantiert um die Ecke. So, jetzt, wo der Tiger geschossen hat. Und zack, kriegt sie gleich eine mit. Kriegt sie eine gleiche Schelle dafür, ne, dass sie geklotzt hat. Da kommt der KV-1S wieder. Er denkt sich, okay, jetzt kann ich hier nochmal eine geben. Aber der kriegt da von mir eine Schelle. So, jetzt muss ich sparsam sein mit meinem Mumpeln, ne? Ah, mich sieht auch kein Schwein hier, ne? Das ist eben so geil. Dann noch mal die Hellcat. Ah. Na komm, Hellcat, klotz noch mal rum. Jawohl, zack. Zack. So, da wurde ich gesehen. Die Arti ist auch um die... Oh. War garantiert ein Blindschaden. Da kommt ein T-34. Ich versuche den mal zu umkreisen. Ob es mir gelingt, weiß ich jetzt nicht.
Ah, da ist... Oh! Arti, 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 Party, Arti, weg! Nein! Du schießt mich nicht! Ha! Und tschüss! Stirb! Ich hätte natürlich auch rammen können, ich Idiot. Aber, ja, gut. Ja, man weiß ja nicht. Egal. Oh, das sind so viele und ich habe keine... Ich habe nur noch eine Munition. Ich habe nur noch einen... Einen Schuss. Ich entschließe mich, den Hügel hier runter zu fahren und einfach den einen KV-1S noch eine Schelle hinten in den Arsch zu geben. Und ich weiß nicht, was meine Teamkameraden machen. Die Deppen. Zack. Na, du triffst mich nicht, IS. Haha. Tja, ich mach's jetzt so. Ich fahre jetzt einfach in die gegnerische Basis und versuche die restliche Arti umzurammen. Aber ich sehe gerade, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das vorhatte, noch nicht gesehen, dass die eigentlich auf B3 steht. Tja, was macht man nur in so einer Situation? Man kann ja nur seinen eigenen Panzer jetzt zum Rammen nehmen, ne? Jetzt schreibe ich nochmal meinen Teamkameraden, dass meine Patronen leer sind. Und was ich an Schaden rausgekloppt habe. Meistens ist er ja hinten in der Ecke, aber wie gesagt, ich wusste es zu dem Zeitpunkt, habe ich das noch nicht so bemerkt. Ich dachte so, naja, gut. Der Jagdpanther, der steht ja eigentlich bei uns in der Base, also sollte er hier eigentlich gar nicht mehr anzutreffen sein. Oh, na schau mal einer an, wer da ist. Und tschüss. Ja. Das war mein Erlebnis mit dem E25. Im Anschluss poste ich noch die Screenshots von dem Ergebnis. Ist ja leider eine Niederlage, aber trotzdem eine geile Niederlage. Ne? Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wünsche euch noch einen schönen Abend, bedanke mich fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren T69 Runde. So, wir befinden uns im Fjorde. Was sind denn unsere Mitspieler? IS-8, E-75, Conquer, Jagdtiger, WT, PZ-14, T-32, STA, T-44, Super Pershing, T-28, T-28 Prototyp, am X-1390, IS, T-29 und GW Panther. Ja, sieht doch ganz gut aus mal, ne? Moment, ich muss mal eben was überprüfen. So, wir fahren links hoch. Ich werde jetzt auch gleich mal die Premium-Munition reinhauen. Weil das erste, auf was ich treffe, sind meistens die 9er. Und da komme ich mit diesen 175mm Durchschlag nicht durch. Generell ist die Kanone ja sowieso nicht so durchschlagskräftig, wenn es im Frontangriff geht. Aber schauen wir mal, was wir jetzt hier so machen können. Ne? Mit 225mm, damit lässt sich schon arbeiten. So, da haben wir schon den AMX 1390 gespottet.
beziehungsweise nicht wir, sondern ja, da tippe ich noch so ein bisschen nebenbei. Der E25 spottet die linke Seite, der AMX stellt sich genauso hin wie ich. Oh, sehr schön. T32 und Feuer. Ich schieß aber auch blöd. Die Kanone ist nicht unbedingt die genaueste. So, gleich mal nachladen. Der T32 ist weg, der AMX1390 auch. Da kommt noch ein Jagdtiger, können wir den nochmal zusetzen? Mal gucken. Die IS-8 kommt vorgefahren, jawohl, und zack, jetzt geht's los. Das muss wehtun. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Ich habe noch einen Mümpel. Ah, geht da was? Jawohl. Die letzten 4 Goldkugeln. Noch 10 Sekunden. Der T20 opfert sich auf. Ah, ja. Und zack. Und nochmal einer. Komm. Jawohl. Den Jagdtiger gibt man auch gleich nochmal eine mit. So, Goldmümpel alle mit. T28. Su, du musst dran glauben jetzt leider. Besser du als ich. Ich versuche mal den T28 zu umkreisen. Ah, da kriege ich noch eine von dem mit. Er hat ihn gekettet und jetzt geht's Feuer, gib ihm. Und er brennt. Jawohl. Hat er E25 super gemacht. Hätte er den nicht gekettet, wäre das jetzt nicht so möglich gewesen. Aber gut. Ah, da versuchen zwei durchzubrechen. Die knöpfen wir uns gleich mal vor. Ist der T44 gewesen und der ST1. Ach, die Kanone. Mann, die Kanone. Kritischer Treffer. Der ging nicht durch. Ach, scheiße. Und jetzt nachladen. 25 Sekunden. Ja, naja. Ist ein kleiner Noob hier. Mal gucken, ob man noch ein bisschen ausmanövrieren können. Ah, ein bisschen Sidescrapping. Gleich bist du brei, mein Guter. Jawohl. Und da habe ich einen. Da haben wir noch gekriegt, den kleinen Idioten. So, gleich nochmal ein paar Mümpel nachladen. Ah, läuft sehr zufriedenstellend gerade. So, wir haben den Conquer E75 Jagdtiger. Ja gut, die kümmern sich gerade um einen. Oh, da ist ein WT auf PZ14. Mal sehen, ob ich ihn kriege. Der E25 lenkt ihn ja schön ab. Das macht er richtig gut. Das nutzen wir natürlich gleich aus. Und verbrezeln den gleich mal einiges. So, na warte, jetzt bist du dran. So. Wir verstecken uns hier mal hinter dem Felsen.
bleiben ganz ruhig stehen, in der Hoffnung, er sieht uns nicht. Muss ja sowieso nachladen. Ja, der kommt gleich. Der war schon auf dem Weg zu uns. So, nachgeladen ist. Jetzt müsste er gleich kommen. Kommt er? Ja. Wie bestellt. Aufpassen, wir haben noch eine Arti, ne? Da, wenn man vom Teufel spricht, kommt er gelaufen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, wir haben jetzt noch ein... weg hier, weg hier, weg hier. Ein Heavy Tank, ein Heavy Tank. Ah, einen kriege ich noch geknackt, wenn er mich nicht erwischt so schnell. Ja, da fängt er sich erstmal 600. Den umfahren wir einfach. Und T29. Okay, jetzt sind es... Und 3! Uiuiui, yes! Was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Ganz cool, ganz cool. Wir versuchen erstmal einen nach dem anderen rauszunehmen. Sind ja beide oben. So. Der Conquer, der versucht mich zu fangen. 860, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Der glotzt irgendwo anders hin, keine Ahnung. Zack. 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 Und da kommt er nämlich schon. Ja, da war ich schneller, ne? Können wir gleich nochmal nachladen. Und die ES kommt. Erstmal stehen bleiben, nicht vorrennen. Wir haben ja Deckung. So. Noch ein paar Sekunden müssen wir. Da kommt der Kopf quer. Ich verstecke mich mal hinter einen Tiger. Zack. Haben wir ihn weggemacht. So, wir sind bei 4 Kills. Und 5300 Schaden. So, ich werde jetzt noch zusehen, dass ich die Art hier irgendwie hier erwische. Ah, ist das aufregend. Eieiei. Ich fieber. Hoffentlich. Die Arti, 730 Punkte habe ich noch. Oh, die kann mich ganz schnell rausfeuern, wenn sie will. Ja, und dann setzt sie irgendwo anders hin. Das soll mir recht sein. Mein Kill. Auto-Aim. Zack. Zack. Nachladen. So, da haben wir noch den T28 Prototyp. So, ich ping jetzt, dass wir den uns auch noch holen als Kill. Wir sind jetzt bei 5 Kills. Also wenn ich jetzt noch einen 6. hole, dann habe ich... sag schnell, wie heißt dieses... Überlegenheitsabzeichen? Nee, Krieger. Krieger. Ich möchte den Krieger für den. Und ich denke doch, bei 5600 Schaden müsste ich den Meister haben als Überlegenheitsabzeichen. Was ich natürlich sehr hoffe. Ich wüsste nicht, wie ich sonst noch mehr rausknüppeln soll, weil es sind auch die letzten Mümpel, ne? Die letzten 8 habe ich. So. So. Oh, und da ist er rechts unter mir. Zack. Zack. Und... Ja, ich habe ihn mit 6500 Schaden, Leute. Ein Replay. Ich zeige euch gleich die Ergebnisse. Ich bedanke mich fürs Zusehen schon mal und viel Spaß bei den Ergebnissen. So, meine Freunde, das war ein überaus geiles Match. 6500 durch eigenen Schaden verursacht, 2126 durch Aufklärung, Überlegenheitszeichen Panzers, Krieger,
6504, 6 Kills, 2061 Erfahrung. So viel habe ich noch nie mit dem T69 gemacht. Das wird hammermäßig. So. Potenziell erhaltener Schaden 900. 83.000 mit Premium. Hab natürlich alle Goldmümpel verschossen. Und 24.000 Credits blieben übrig. Ist natürlich nicht so viel. Aber egal. So. Gut, ab ins nächste Gefecht.